nächste Lied ist ein kompliziertes. Ich würde es nicht singen, wenn ich die Geschichte nicht selbst erlebt hätte. Der 1. November, das ist unser Totengedenktag, da war ich am Zentralfriedhof bei unserem Familiengrab, bin spazieren gegangen und plötzlich habe ich bemerkt, da ist irgendwo ein Lärm. Was war da los? Ich bin näher gegangen. Da war ein Mann, der hat gebrüllt, laut, gestikulierend, dann im Friedhof. War seltsam, ich bin noch näher gegangen und habe bemerkt, er hat gar niemand, mit dem er brüllt. Da ist kein Gegenüber, da ist kein Vis-à-vis, da schreit er mit sich selbst. Und dann habe ich beobachtet, der spricht mit diesem Grab, das vor ihm liegt. Und dann bin ich zum Friedhofswärter hin und habe gefragt, ob er weiß, was da los ist. Und er hat gesagt, ja, den Herrn kenne ich, der kommt seit 3 Jahren täglich hierher und unterhält sich mit seiner Frau, die hier beerdigt ist. Und er sagt ihr, was er vorhat, er berät sich mit ihr, ehe er Geld ausgibt, seine ganze Zukunft und Vergangenheit wird hier besprochen und erinnert. Das ist seine einzige Kommunikation, das ist sein Alles, seine tote Frau. Und diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt, weil sie so am Rande dessen ist, was wir nicht sagend Geschmack nennen. Und wir haben daraus ein Lied gemacht und ich möchte Ihnen das jetzt singen. Anna, hier bin ich wieder. Blumen habe ich dir mitgebracht, Margariten, hoffentlich hast du die gern. Kalt ist es. Das heißt, mir war eigentlich immer kalt, im August, im September, im Oktober, immer war mir kalt. Deinen Wintermantel habe ich aus der Reinigung geholt. Ja, ja, ich weiß schon, du wirst ihn nicht mehr brauchen. Aber wenn du kämst, wenn du plötzlich kämst, dann wäre er da. Schlafen kann ich schlecht in letzter Zeit. Nein, nein, nicht vom Tee oder vom Kaffee. Kaffee. Mein Gott, jetzt bist du schon 3 Jahre tot und ich kann noch immer selber keinen Kaffee machen. Lesen tue ich viel, ja. Unlängst habe ich ein Buch in die Hand bekommen, da waren so Notizen von dir drinnen. Mit einem roten Stift hast du Sätze unterstrichen, wie ein Kind in der Schule. Manchmal waren es ganz dumme, lästige Sätze. Einer war besonders ärgerlich, da habe ich mir noch gedacht, dazu hast du doch wirklich viel zu viel vom Leben verstanden, als dass dir so etwas gefallen hätte können. Ein Sprichwort war das. Das wird mir schon einfallen. Wat ist das gegangen? Partir. C'est toujours un peu mourir. Abschied ist immer auch ein kleiner Tod, ein kleiner Tod, ein kleiner Tod. Was soll denn das überhaupt heißen, ein kleiner Tod? Abschied ist was Riesiges, was Riesengroßes. Die haben doch keine Ahnung, die Leute, die solche Sprichwörter erfinden. Was? Eine Geschichte soll ich dir erzählen? Ich weiß keine Geschichten. Oh ja. Hör mir zu, ich war in einer Bar und da waren viele, viele Huren. Eine war jung und schön und ganz ernst. Und eine andere, die war alt und verlebt und hat immer zu gelacht. Ich habe den Ober gefragt, was es mit dieser Jungen, mit dieser Ernsten für eine Bewandtnis hat. Und er hat mir geantwortet, wissen Sie, mein Herr, die Junge, die Schöne, die hat es noch nicht nötig, gut aufgelegt zu sein. Das ist doch sonderbar, Anna. Du hast immer gelacht, wie du jung warst, wie du schön warst, wie du alt warst, wie du traurig warst. Sogar wenn du traurig warst, hast du dein Lächeln getragen. Du warst ein bemerkenswerter Mensch. Soll ich die Blätter weggeben? Den Herbst
den hast du ja auch immer so geliebt. Den Herbst, den gibt es nur in Wien, hast du gesagt, weil du andere Städte gar nicht gekannt hast. Nein, nein, ich war kein guter Mann. Viel vom Leben hast du nicht gehabt. Aber Abschied nehmen, das hast du gelernt. Hunderttausendmal immer wieder Abschied, Abschied, Abschied. Partir, c'est toujours un peu mourir. Gott, Anna. Die leiten schon. Das heißt, die wollen zusperren. Ich muss gehen. Ja, weißt du, es wird jetzt immer schon um 4:30 finster. Lass mich noch einen Satz sagen. Einen einzigen. Ich sag ihn dir jeden Tag und wahrscheinlich lachst du jeden Tag. Aber heute sind so viele Menschen da, die sollen das alle hören. Die sollen das hören, dass ich dich liebe. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich. Mein Gott, es ist doch keine Schande, wenn man seine Frau liebt. Ich muss jetzt gehen, Anna. Ich schwöre dir, ich komme morgen wieder. Wenn alles gut geht, komme ich morgen wieder. Naja, und wenn alles schlecht geht, dann komme ich in ein paar Tagen. Dann bin ich in ein paar Tagen sowieso bei dir. Wenn alles schlecht geht, dann ist es eigentlich gut gegangen. Adieu, Anna. Morgen bringe ich dir andere Blumen, blaue. Ja? Papa, Anna. Servus, ich muss gehen.